Verwende alte Kopfhörer. Nehmen wir dieses Schaumpapier. Repariere den Auslöser. Du bekommst einen Ständer aus der Büroklammer. Mache diese Sticks kleiner. Es gibt genug für alle Bastelarbeiten. Endlich eine kreative Lektion. Heute werden wir lernen, wie man Heißkleber benutzt. Es ist ganz einfach, aber denk an die Sicherheit. Okay. Hurra, ich kann die Puppe reparieren. Sie sieht aus wie neu. Ich habe eine Idee. Aus diesen Stöcken kann man eine Mini-Staffelei machen. Gut gemacht, Mädchen. Das habt ihr toll gemacht. Rapunzel kam zu Elsa zu Besuch. Hello. Kannst du ein Foto von mir machen? Okay, aber ich bin kein Profi. Halt einfach die Kamera ruhig. Okay. Oh. Oh, es ist schlimm. Lalilu, wir brauchen deine Hilfe. Hello. Halte diesen Ring. Thank you. Bedecke ihn mit Nagellack. Schicke ihn an die Lampe. Dekoriere ihn mit Schneeflocken. Und mit einem Kabel. Aha. Mache ein Stativ. Mache eine Lampe. Wow. Und eine feste Telefonhalterung. Keine wackeligen Rahmen. Lass uns TikToks drehen. Lalilu gab mir ein Ringlicht. Wir beide werden noch mehr Views bekommen. Wie wäre es mit einem Beauty-Video? Elsa, keine TikToks mehr. Manchmal macht es einfach mehr Spaß, mit einer Freundin zu spielen. Aha. Ein paar Klappen. Mach Audio-Lautsprecher. Jetzt haben wir Audio-Lautsprecher. Bürste, mach dich an die Arbeit. Umwickle sie mit Maschen. Zeichne ein Logo. Der kraftvolle Sound ist immer zur Hand. Schau, was ich habe. Wow, coole Lautsprecher. Lass uns Musik hören. Ich habe eine Idee. Zieh dich an. Es ist Zeit zu tanzen. Wow, tolle Moves. Jetzt kannst du dich zu deinem Lieblingssong entspannen. Unsere Lautsprecher haben diesen Abend noch besser gemacht. Verwandle den Rucksack in ein Miniaturhaus. Nimm Maß. Klebe den Eingang mit grauem Schaumpapier. Sie haben Styropor mitgebracht. Thank you. Oh, Mabel, das ist dein Meisterwerk. Wirst du helfen? Okay. Wow, lass uns die Bögen bauen. Dekoriere die Wände mit leichtem Lehmmauerwerk. Lass alles ein wenig altern. Lege den Holzboden aus. Schneide ein Fenster mit einer Brüstung aus. Baue einen Zaun. Eine Fassade des Hauses ist mit Bäumen und Grünzeug geschmückt. Ein wunderschönes Haus mit Panoramablick. Alles, was ein junger Künstler braucht. Rapunzel wandte sich an das Maklerbüro. Ich will umziehen. Such mir bitte das schönste Haus aus. Du bist hier richtig. Was möchtest du? Springfield oder ein Disney-Schloss? Ich muss nachdenken. Wow, wie ungewöhnlich. Ich liebe den Stil und den Balkon. Zeig es uns. Okay. Ein offener Grundriss, Designermöbel. Ich liebe es. Mein Traumhaus. Yay. Dann lass uns den Papierkram erledigen. Das ist so aufregend. Herzlichen Glückwunsch zur Einweihung. Rapunzel ist umgezogen. So viele Bälle. Einer wird sich jetzt nützlich erweisen. Decke es mit Frischhaltefolie ab.
Füge dann Kleber hinzu. Umwickle es mit Schnur. Schneide die gewünschte Form aus. Drehe die Standfeder. Ich habe die Materialien mitgebracht. Falte eine Kissenwolke. Dekoriere diesen Sessel mit Grünzeug, Blumen und Beeren. Der Designersessel für anspruchsvolle Interieurs. Rapunzel beschloss, ein Sonnenbad zu nehmen. Es ist zu schwer. Pascal, wir können hier nicht lange bleiben. Ich habe diesen ganzen Müll in den Haaren. Hallo? Die Umzugsfirma hat die Möbel gebracht. Wow, das ist süß. Da kannst du drauf reiten. Rapunzel, wo gehst du hin? Wow, ein außerirdischer Pascal. Das ist dein Erdenbruder. Hilf mir, Olaf. Wir brauchen Eis. Erledigt. Hier ist es. Rolle Schneekugeln auf. Mache einen Rahmen für den Schneemann. Bedecke ihn mit Lehm. Danke, Hase. Bette den Mikrochip ein. Mit Display und Tasten. Es ist ein Wunderwecker auf Rädern. Die Sticks werden das Wappen ersetzen. Dieser Schneemann wird alle verschlafenen Gesichter aufwecken. Olaf beschloss, seiner Freundin eine Freude zu machen. Ich habe eine Gabe. Ich will es schon sehen. Ein Roboterwecker. Oh, danke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich werde herausfinden, wie man ihn einschaltet. Ich hoffe, ich verschlafe nicht. Dieser Wecker ist so laut. Oh, noch 5 Minuten. Ich werde dieser Schlafmütze eine Lektion erteilen. Geben wir ihr ein Wintermärchen. Wow, Magie. Steh auf, Schlafmütze. Wow, ist das ein Traum? Es ist kalt. Habe ich wirklich den ganzen Herbst geschlafen? Oh. Schneide das Rechteck aus. Dekoriere es mit Strasssteinen. Verstecke diesen TikTok-Button unter der Linse. Wow, so viele Abonnenten. Male diese Stöcke an. Das ist eine besondere Auszeichnung für beliebte Menschen. Das ist eine TikTok-Preisverleihung. Begrüße unsere Jury. Hallo. Wir haben nur die Besten der Besten bei uns. Yes. Die beliebtesten TikToker werden um den Diamant-Button kämpfen. Elsa und Bella Porch haben es ins Finale geschafft. Ich werde gewinnen. Du schummelst. Kein Schummeln in diesem Wettbewerb. Das ist ernst. Woher wusstest du das? Glückwunsch, Elsa ist unsere TikTok-Legende. Das ist so aufregend. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Elsa hat diese Auszeichnung verdient, oder? Yay! Wow, das ist Sonnenschein. Klebe den Schaumstoff auf den Kreis. Nähe den Mund und die Augen auf. Füge süßes Rouge hinzu. Falte den Block mit den Seiten. Baby, teile eine Blume. Im Inneren befindet sich ein Stempel mit einer Pflanze. Ein süßer Notizblock. Schönes Wetter. Du kannst einen Regenbogen sehen. Das macht Spaß. Ups. Dieses Erdbeben hat eine Sonne vom Himmel fallen lassen. Was wird passieren? Keine Sorge, ich kann alles reparieren. Es ist so heiß. Du hast dich verbrannt. Oh. Ah, ich werde brennen. Kühl dich unter dem Ventilator ab. Es hilft nicht viel. Geh in den Kühlschrank. Ich kann nicht. Das war's, ich bin weg. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich werde eine Eistorte machen. Was haben wir denn im Kühlschrank? Ah, hier ist nur eine Maus.
So geht das nicht, Lalilu, hilf! Alles ist gut. Hier ist eine Schürze. Hallo zusammen. Lasst uns ein paar Eier sammeln. Frische Milch. Es ist Zeit, mit dem Kochen anzufangen. Ich war auf der Konditorenschule, wisst ihr? Schlage das Ei in den Mixer. Füge Milch hinzu. Und ein wenig Zucker. Schlage die leckere Mischung auf. Verteile sie in einer Form und stelle sie in den Gefrierschrank. Nimm einen Schleifzuckerguss. Füge Glitzer hinzu. Das hat eine perfekte Dichte. Aha. Unser Schimmel ist bereits gefroren. Verteile den Zuckerguss gleichmäßig. Lege den zweiten Teil aus. Knete den Schleim heraus. Trage Glitzerstreifen auf. Und ein Horn. Wow, ist das lecker. Olaf, hier ist ein Leckerbissen. Oh, das sieht gut aus. Die magische Eistorte heilt Verbrennungen. Die Sonne entpuppte sich als Notizbuch. Lass uns malen. Unser Porträt. Es ist toll, wenn Freunde ein gemeinsames Hobby haben. Wow, ein blaues Ei. Oh, Vorlagen. Wir haben jetzt ein neues iPhone. Schneide die Öffnung in der Schachtel aus. Das ist ein Karottentelefon. Eine Limited Edition. Hey, Follower. Habt ihr alle schon von dem neuen Telefon gehört, das bald auf den Markt kommt? Ich freue mich schon auf die Präsentation. Wer ist es? Eine VIP-Einladung, Miss. Wow, ich bin auf dem Weg. Es geht bald los. Ich präsentiere stolz. Das Carrot Phone 15 mit einem neuen Logo. Ich will es. Ich lade die TikTok-Sensation Elsa auf die Bühne ein. Oh, wo ist das Karottentelefon? Ich hab's. Es sieht toll aus. Glückwunsch. TikToks zu schießen ist noch einfacher. Diese Präsentation war ein Erfolg. Schneide eine kleine Palette aus. Befestige den Ring. Ich werde helfen. Thank you. Fülle sie mit Gelpolitur. Stell sie in den Ofen. Alles ist bereit. Befestige eine Kette und Ringe mit Perlen. Jetzt wirst du den Schlüssel nicht mehr verlieren. Ah, mein Schlüssel. Wo ist er hin? Ich habe den ganzen Hof abgesucht. Vielleicht ist er über die Regale gerollt. Was ist passiert? Ich kann den Schlüssel nicht finden. Ich habe etwas für dich. Wow, dieser Schlüsselanhänger ist süß. Danke. Lasst uns erst deine Schlüssel suchen. Schau mal, was da oben auf dem Baum ist. Das ist mein Schlüssel. Mit einem Schlüsselbund verlierst du ihn nicht. Wahre Freunde lassen dich nie in Schwierigkeiten zurück. Wie sieht eine AirPods-Tasche aus? Ich wette, du bist gar nicht auf die Idee gekommen, einen Rucksack daraus zu machen. Oh, Herzen. Nicht genug Riemen. Nettes und stilvolles Accessoire. Jane geht zur Schule. Ah, oh, das ist zu schwer. Wie soll ich bloß die ganzen Schulbücher tragen? Ha, Koffer? Danke für die Idee. Ah, die passen nicht rein. Vielleicht hier? Naja, sie sind mit etwas Drücken reingekommen. Du kannst sie nicht am Griff hochheben. Oh, ich komme zu spät. Hier, du wirst ihn brauchen. Nimm diesen nagelneuen Rucksack. Der ist so süß. Ich liebe Einhörner. Und die Bücher passen alle rein. Alles klar, tschüss. Danke für das Geschenk. Bye. Nimm einen Stift auseinander. Wir brauchen eine Kugelschreiberspitze. Mal sie blau an. Sammle Perlen in einem Jojo. Hier ist ein Jojo-Stift. Du kannst gleichzeitig lernen und spielen. Jane hatte es eilig, in die Schule zu kommen. Ah, schon wieder Pech. Du wirst nicht weiterkommen. Du hast Glück, Kätzchen. Aber ich darf mich nicht schmutzig machen. Ich habe eine Idee. Was, wenn ich ein Jojo benutze?
Juhu, ich bin Tarzan. Yay! Da kommt mir der Stift gerade recht. Ich habe noch Zeit für den Unterricht. Schneide ein Plastikrohr ab. Bedecke den Boden. Male die Spitze an. Eine volle Tube Zauberkleber. Du kannst alles kleben. Sind alle da? Dann können wir anfangen. Fangen wir mit den Formeln an. Warte, Bettler ist spät dran. Hello. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Setz dich an ein leeres Pult. Ups, hier ist es nicht bequem zum Lernen. Dann setz dich doch auf den Boden. Warten Sie, Miss Smith. Ich habe Zauberkleber. Ich repariere alles in einer Minute. Was für ein kluges Mädchen, danke. Oh, schöne Sachen. Ups, ich stecke fest. Aua. Heute ist wohl nicht mein Tag. Komm, ich helfe dir hoch. Miss Smith, es ist alles in Ordnung. Toll, machen wir weiter. Oh, ist das ein Keks? Ah, ein Anspitzer. Entferne den Überschuss. Verschließe das Loch des Anspitzers. Beklebe es von innen. Auf dem Deckel befindet sich ein Aufkleber. Das ist eine süße Lunchbox für Snacks. Die Mädchen essen in der Schulcafeteria zum Mittag. Wow, Maya, schöne Brotdose. Danke, es ist magisch. Was immer ich will, sie kocht es. Stimmt, das kann nicht sein. Willst du es ausprobieren? Schau, ich lege die Zutaten hinein. Lunchbox, ich will Pizza. Ich bin beeindruckt. Hier, bedien dich, leckere Pizza. Wie wär's, wenn wir das Mittagessen tauschen? Sehr gerne. Guten Appetit, Mädels. Mache einen Organizer. Wickle ihn um das alte Klebeband. Füge einen Ring hinzu. Der Organizer hat Ohren und ein lustiges Gesicht. Alle Schreibwaren sind an ihrem Platz. Jane hat ein kreatives Chaos angerichtet. Überall liegen Stifte und Farben. Kitty, du wirst meine Muse sein. Wie gefällt dir das Porträt? Hm? Wow, du malst? Darf ich mit dir gehen? Hm? Natürlich. Setzen wir uns an einen Tisch. Aber hier ist kein Platz. Ups, Kitty, radikale Reinigung. Ich habe einfach keinen Platz für alles, was da drin ist. Hm. Warte mal, bin gleich wieder da. Hey, das ist für dich. Was ist das? Pizza? Stell sie auf den Tisch. Die Katze beschloss, das Geschenk auszupacken. Wow, ein Organizer. Jetzt kannst du die Schreibwaren an ihren Platz legen. Hey Kätzchen, das ist kein Korb. Die Mädchen fingen an aufzuräumen. Wow, das war nicht schwer. Wow. Danke für den tollen Organizer. Der Rucksack wird als Puppenhaus dienen. So viel Platz. Versiegle die Rückwand. Das Tapezieren ist ein wichtiger Schritt. Die Seitenwände sind fertig. Jetzt kommt das Laminieren. Wie eine Wolke. Bereite Holzspieße und Stöcke vor. Die Magie von Lalilu hat eine Leiter gebaut. So kannst du leicht auf die zweite Ebene klettern. Baue ein Sofa aus Styroporblöcken zusammen. Kümmere dich um die weiche Sitzfläche und die Rückenlehne. Das ist maximaler Komfort. Baue ein Sofa auf. Schneide das Styropor aus. Male es weiß an. Die Fensterbank ist ein toller Platz für Zimmerpflanzen geworden. Ziehe den Stoff an einem Drahtbogen fest. An der Seite befindet sich ein Vorhang. Eine grüne Ranke hat sich um das niedliche Nest gewickelt. Das gemütliche Haus im Garten wartet auf seine Gäste. Die Eltern haben eine eigene Ecke für die Mädchen gebaut. Wow. Kannst du mir beim Renovieren helfen? Ich übernehme die Farbe. Dann helfe ich bei den Möbeln. Das Sofa passt perfekt. Und ein paar zusätzliche Kissen. Lasst uns Zimmerpflanzen kaufen. Sie sind perfekt. So süß. Aha.
Die Katze war der erste Gast auf der Einweihungsparty. Was für ein süßer Kerl. Das haben sie toll gemacht. Wir können den ganzen Tag im Haus spielen. Hol dir ein paar Buntstifte. Ein Regenbogen. Spitze sie an. Reihe die Bleistifte in einer Reihe auf. Stell sie auf rosane Beine. Ein kreativer Tisch aus Stiften wird in unserem Haus großartig aussehen. Puh, der Unterricht hat ewig gedauert. Mal sehen, welche Hausaufgaben ich habe. Hello. Lass uns zusammen Hausaufgaben machen. Die Mädchen setzten sich mit ihren Büchern an den nagelneuen Tisch. Aber der Platz reicht nicht aus. Sie stoßen sich ständig gegenseitig die Ellbogen weg. Verteidige dich. Schwertkampf. Hier sind die Zappelfilippe. Lucy, ist der Fleck alt? Nee, sieh mal, das ist der Tisch. Na, dann räumen wir mal auf. Das ist eine Sache, die beim Lernen passieren kann. Spitze glänzende Buntstifte an. Nimm das LED-Licht. Wir haben einen Lampenschirm. Ein Zahnstocher wird das Bein ersetzen. Bedecke die Heftklammer mit Nagellack. Es ist so schön, unter dem sanften Licht der Lampe Bücher zu lesen. Jane liest gerade ihr Lieblingsmärchen. Gehst du ins Bett? Ich bin müde. Keine Sorge, ich werde keinen Lärm machen. Okay, gute Nacht. Das Licht stört sogar durch die Decke. Oh, okay, ich mache es aus. Oh, ich hatte keine Zeit, in mein Tagebuch zu schreiben. Ich weiß. Jetzt störe ich niemanden mehr. Jane, es ist schon spät. Upsi. Wer versteckt sich denn da noch, hm? Hör auf zu lesen, es ist Zeit, sich auszuruhen. Oh, Kindermädchen, bitte noch 5 Minuten. Please. Du wirst morgen dein Tagebuch zu Ende schreiben. Ich wecke dich früh. Süße Träume. Okay. Schneide etwas von einem Strohhalm ab. Filzstiftspitzen sind sehr nützlich. Decke sie mit einer Kappe ab. Wow, was für ein Glanz. Juhu, wir können damit einen Regenbogen malen. Maya ist bei Lucy zu Besuch. Hello. Oh, hi. Wollen wir malen? Ich habe einen Magic Marker. Yippie, interessant. Wow. Und ich werde mein Bild fertig malen. Okay. Schau, das sind meine Mama, mein Papa, ich und unser Haus. Gut gemacht. Und ich mache noch meine Katzenzeichnung fertig. Oh, er ist zum Leben erwacht. Der Marker ist magisch. Versuchen wir es nochmal. Desserts. Es hat geklappt. Yay! Wow, so viele Snacks. Lasst es mich versuchen. Es gibt tatsächlich Einhornponys. Wow! Dieser magische Marker lässt deine Träume wahr werden. Hi. Cherry wartet auf den Sportunterricht. Und hier ist Mollys Schulbus. Oh, ich hoffe, dass ich nach dem Unterricht in der Bibliothek bleiben kann. Oh nein, ich komme zu spät. Oh, tut mir leid, ich komme auch zu spät. Cherry, wir müssen einen neuen Look für dich finden. Yes. Stell mir eine Radlerhose aus Stoff her. Füge ein blaues T-Shirt hinzu. Unser Look ist fast fertig. Wow. Es wird Zeit, einen Rock mit Satinstreifen anzuziehen. Rockshorts, sehr bequem. An ihren Füßen befinden sich Kniestrümpfe mit Streifen und modernen Turnschuhen. Cherry hat einen sportlichen Stil und sie macht es soweit gut. Yay! Oh, guten Morgen. Wie süß. Das Hündchen hat mich gerade geweckt. Um schneller aufzuwachen, fangen wir den Tag mit ein paar Dehnübungen an. Boxen ist mein Ding. Es wird auch Zeit, unsere Beine zu dehnen. Nike, möchtest du auch rennen gehen? Renn! Düssel, lass mich dir mal zeigen, wie man das macht. Lernt unsere beste Sprinterin kennen. Und hier ist Molly, sie kommt aus einem anderen Unterricht. Finden wir einen passenden Look für dich. Wie wäre es mit einem hellgrünen Rollkragen? Und
Und einem schönen Kleid mit Blumen. Wow. Ich liebe diesen Stil. Mhm. Fügen wir unserem Look einen Kragen hinzu. Ein Gürtel und Manschetten sind mit einem Band dekoriert. Sie trägt dünne Strümpfe. Schuhe mit Bommeln sind ein wahres Kunstwerk. Manchmal stören sie ihre langen Haare, deswegen flechtet Molly Zöpfe. Molly liest viel und jetzt muss sie eine Brille tragen. Aber sie steht ihr. Molly liebt es, Zeit im Garten zu verbringen. Sie kümmert sich um die Pflanzen. Sie hat auch versucht, einen Wachstumstrunk zu kreieren. Ich habe genug Theorie gelernt und jetzt wird es Zeit für die Praxis. Ich hoffe, dass alles klappt. Ja, ein Spross. Das ist mein erster. Ich glaube, es wird Zeit, dich ins Blumenbeet zu tun. Und etwas Wasser hinzuzufügen. Molly fing an zu träumen. Sie bekommt ihren Nobelpreis von Nobel selbst. Oh. Junge Dame, sogar Nobel war von ihrer Erfindung beeindruckt. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Träume wurden von der Lehrerin unterbrochen. Molly, Schatz, was macht dein Spross? Oh, tut mir leid, ich habe wieder mit offenen Augen geträumt. Es ist okay, ich glaube, es wird Zeit, in den Unterricht zu gehen. Du hast schon genug Zeit im Gewächshaus verbracht. Klebe einen Bogen strukturiertes Schaumpapier mit Holzstäbchen drauf. Dekoriere sie mit goldenem Glitzerkleber. Die Information für die Schüler wird an die Tafel gepinnt. Kommt mal nachschauen. Molly hat sich für ihre nächste Stunde vorbereitet. Ich glaube, ich habe alles. Mal sehen, was es hier gibt. Endlich, ein Wettkampf. In der Nähe hat das Mädchen noch eine Notiz aufgegeben. Ich liebe diesen Cheerleader-Wettkampf. Das ist großartig. Ich bin froh, dass du etwas gefunden hast, was dir gefällt. Natürlich, ich habe 6 Monate darauf gewartet. Wir müssen uns so schnell wie möglich fertig machen. Und ich. Oh, das ist ein Deckel. Komm mit uns mit. 3 verschiedene Größen. Sie werden eine schöne Fontäne bilden. Die perfekte Kombination. Die Halbkugel hat Metalltöne. Ah, das ist das Becken der Fontäne. Was für ein farbiges Detail. Sie passt. Ein gebogenes Rohr wird zum Wasserhahn. Der letzte Schliff. Malen wir die Seiten an. Die Trinkfontäne ist fertig. Ja, es ist Zeit für eine Pause. Die Kinder haben sich an der Fontäne versammelt. Cherry und ihre Freundinnen reden über die neuesten Schulnachrichten. Hey Mädels, ich stelle ein Team zusammen. Wollt ihr mitmachen? Jetzt werde ich euch die Meisterklasse zeigen. In der Zwischenzeit sucht sich Molly ein paar neue Bücher über Botanik aus. Oh, ich wünschte mir, ich könnte alles mitnehmen. Schau mal, ich kann den Ball eine Ewigkeit lang dribbeln. Hier wird jetzt ein 3-Punkt sein. Wow, sie hat es geschafft. Und der Ball hat Molly getroffen. Ihre Bücher sind weggeflogen. Das ist lustig. Wie ist das passiert? Wer war das? Hast du gesehen, wer den Ball geworfen hat? Nein, habe ich nicht. Ich weiß, dass du das warst. Sie sollten wieder befreundet sein. Nur Magie wird in dieser Situation helfen. Komm schon, trinke von der verzauberten Fontäne. Ich möchte trinken. Ich möchte zuerst. Nein, das ist nicht fair. Sie haben beide gleichzeitig getrunken. Die Magie hat funktioniert. Molly hat einen Ball und Cherry ein Buch. Suche einen passenden Ball aus. Füge metallischen Glanz hinzu. Forme einen Bogen. Wickle dann Draht drum. Wow, 12 Kilogramm. Das ist schwer. Der Sportunterricht hat angefangen. Leute, ich möchte euch eine neue Schülerin vorstellen. Molly Reynolds. Hallo allerseits. Suche dir bitte aus, was du heute machen willst. Ich möchte das hier machen. Gewichte heben, nicht wahr? Ich schaffe das. Aber sie hat etwas übertrieben. Hör mal, Anfänger haben Glück, aber nicht im Sport. Hier muss man alles Schritt für Schritt machen. Probiere etwas Leichteres. Molly hat sich seinen Rat angehört und hat zuerst versucht, die Hanteln hochzuheben. Nach einer Zeit konnte sie eine Hantel sogar mit einer Hand heben. Gute Leistung, Molly. Danke, scheinbar ist das Trainieren einfach. Schrumpfzauber.
einen Spickzettel in klitzekleiner Handschrift geschrieben? Hat da jemand etwa nicht gelernt? Falte ein kleines Flugzeug. Cherry hat sich für ein neues Fach angemeldet. Alles hier ist so anders. Alle möglichen Teströhrchen und Flaschen. Guten Tag, ich glaube, ich sollte hier teilnehmen. Willkommen, Neuling. Hallo. Hier ist ein freier Platz für dich. Setz dich. Cherry hat sich gesetzt. Ich hoffe, dass sich alle daran erinnern, dass wir heute einen Test schreiben. Ich verteile die Blätter. Ihr habt eine Stunde lang Zeit. Die anderen Mädels arbeiten hart. Aber Cherry hat ein Problem. Oh nein, ich muss Molly schreiben. SOS. Ich habe eine Nachricht von jemandem. Cherry braucht meine Hilfe. Okay, ich kann ihr helfen. Mein kleines Flugzeug wird zum Ziel fliegen. Cherry hat eine Nachricht erhalten. Jetzt ist sie fertig. Gebt eure Arbeiten ab. Mal sehen. Wow, der Neuling zeigt hervorragende Ergebnisse. Es wird Zeit, ein Quadrat aus Karton und Styroporteilen herzustellen. Dekopflanzen sind so hilfreich und auch noch ein Möbelstück. Sammle alle Teile, um eine Figur herzustellen. Die Blätter glänzen mit Edelsteinen. Diese ehrenamtliche Auszeichnung geht an den schlauesten Schüler. Und so fing der Botanik-Wettkampf an. Der geschätzte Preis ist eine goldene Figur. Unsere Athletin hat schon das Grundwissen gemeistert. Yes! Und natürlich hatte sie auch Zeit, sich vorzubereiten. Die Lehrerin stellt Fragen und die Schüler heben ihre Hände, wenn sie antworten wollen. Yay! Denkt dran, der größte Preis steht auf dem Spiel. Lasst uns also anfangen. Let's go! Erste Frage. Zuerst hatte Cherry gar kein Glück. Die anderen Mädels waren schneller. Ich und nicht gewinnen? Huh? Es wird Zeit, sich mehr anzustrengen. Jetzt ist sie die Schnellste im Knöpfe drücken. Cherry, ja? Aha. Das Mädchen war so in Gedanken, dass sie alle gewinnenden Blumen eingesammelt hat. Wow! Wow! Wer wusste, dass so etwas möglich ist? Oh. Herzlichen Glückwunsch! Sie hat die goldene Figur gewonnen. Mein erster Sieg. Rolle Kugeln aus Modelliermasse aus. Fügen wir Griffe hinzu. Wir werfen Bänder in die magische Waschmaschine. Ja, fertig. Ziehe den Tüll zusammen. Je mehr Falten, desto größer werden die Bommeln. Wir binden sie mit einem Band zu und zum Schluss fügen wir eine leichte Hantel hinzu. Oh, der Tanzwettkampf fängt gleich an. Cherry will Molly beim Tanzen helfen. Du solltest dir Bommeln für den Auftritt besorgen. Aber ich liebe Hanteln so sehr. Mhm. Ich habe da eine Idee. Lass sie uns kombinieren. Am Ende haben sie tolle Bommeln mit Hanteln erhalten. Die Mädchen lernen gemeinsam einen Tanz. Ich glaube an dich. Eine Sekunde, noch zieh dich um. Wow. Accessoires machen alles besser. Schalten wir die Musik wieder an und los geht's. Wir bewegen uns den Schritten nach. Links, rechts, 1, 2, 3. Wow, das macht so viel Spaß. Yes! Klar, du wirst definitiv Siegerin. Bereite ein Band vor. Wow, Lalilos Magie hat einen goldenen Stern kreiert. Die Medaille für den ersten Platz geht an die beste Cheerleaderin. Möge der Wettkampf gewinnen. Molly hat eine wundervolle Gruppe, die sie unterstützt. Ja, wir feuern dich an. Du schaffst das. Denk dran, der Gewinner bekommt eine super Belohnung. Lernt Molly kennen. Molly hat einen fantastischen Job erledigt. Alle waren von ihrem einzigartigen Talent beeindruckt. Niemand hat so etwas bis jetzt gesehen. Du bekommst deinen wohlverdienten Preis. Ja, danke. Die Mädels treffen sich im Schulflur. Molly, ich habe den ersten Platz erreicht. Ich möchte dir diese Auszeichnung schenken. Du hast schon immer davon geträumt, diesen Wettkampf zu gewinnen. Und ich möchte dir meinen Preis vom Tanzwettkampf schenken. Die Freundinnen sind glücklich mit den jeweiligen Leistungen. Aha.